Machen wir das reihenmäßig? So, da habe ich ja schon gesagt, da kommt es dann für mich die Wand hin. Das ist schon mal sehr schön. Das heißt, der ist jetzt sogar einen dünner. Nee. Nee, nee, nee. Drag, du musst auch das oben ändern. Das heißt, hier kommt die Wand hin. Hier kommt die Wand hin. Dann kann ich sogar hier nochmal zumachen. Dann mache ich hier auf. Das sind es dann zwei. Jetzt sogar gesagt drei. Ich muss ein wenig breiter werden, dann spawnt nämlich immer was. Vor allem, wie gesagt, wenn es vor allem sauber dann aufgeräumt wird. Also. Dann habe ich ja das jetzt da. Das heißt, das machen wir jetzt hier zu. Dann hätte ich gesagt, kommt die Reihe weg. Und die Reihe auch. Na, ich muss ja auch noch nach unten. Und das würde ich so machen. Dann kommst du weg. Nein. Nicht runterhüpfen. Ich treffe die Spieße und bin tot. Kenn mich. Alles hier drin. Mein Aufräumservice. So, dann machen wir hier wieder dicht. Bei zwei reichen. So, dann heißt es jetzt nein. Das war jetzt der erste. Ich hoffe, dass die nicht so teuer sind. Weil die verbrate ich ja gerade richtig. So. Und hier. So. Dann heißt es jetzt für mich halt. Rum. Ah, okay. Kannst du nicht aufsammeln. Ah, wurde aber schon abgefangen. Sehr schön. Gefällt mir. So, einen. Ja. Einen machen wir noch mal weg. Danke. So, was brauche ich, um dich zu bauen? Ich brauche dafür Eisen. Ich brauche Slime Balls. Ha. Die Slime Balls muss ich auch noch mit reinmachen in die Wand. Da müsste ich aber, glaube ich, die sind, glaube ich, in einem Drawer drin. Die könnte ich dann in einem Drawer einfach umstellen. Weil, wie gesagt, jetzt langsam aber sicher ist dieser obere Bereich ja noch ein Schlafbereich. Aber
Will doch nicht weiter runter. Will nach hinten. Aber es ist langsam ein Auslaufmodell. So, das heißt jetzt dann aber, der kommt raus. Den stelle ich jetzt erstmal dahin. Der kommt rein. Dann brauche ich mal einen Wrench. Danke. Dann brauche ich mein Key. Dann ist er schon mal dicht. Dann brauche ich Zucker. Sehr schön. Den habe ich natürlich nicht mitgenommen. Warum sollte ich Zucker mitnehmen? Habt ihr mir vorher nur als Rezept angeguckt. Ich habe das nicht mal registriert, dass der Zucker dabei war. Yay! Finde ich nicht toll. Ich kann jetzt ganz einfach geradeaus weiterlaufen. Das ist das Schöne. Oder fast geradeaus. So, ich brauche Sugarcanes. Das sind die Kakteen. Das sind die Sugarcanes. So, was brauche ich noch? Steine, 2 Stacks und 2 Stacks Eisen. Ich hab momentan eher die Befürchtung, dass ich keine Steine habe als das Eisen. Weiß nicht warum. Ja. Ich hatte mal gesagt, ich baue mal ein paar Öfen. So, der Kleine ist ja auch, ist ihn ja auch da. Oh, da ist fast nichts mehr drin. So, danke. Jo. Schmeiß mal weg. 1, 2, 3, 4, 5. Da rein. Aufbauen. Passt. Bis auf die Slime Balls. Das passt nicht. Dann braucht man noch, genau, wenn ich jetzt schon da bin, 2 Sticks Eisen. Und dann hätte ich mal gesagt, 5 Sticks Stein. Die sollen durchjodeln. Haben wir wenigstens wieder welche. So, das heißt Stein, Stein, Lime, Sugar, Eisen, Eisen. Dann mal gucken. Immer stackweise arbeiten. So, und der kommt weg. Oder? Brich den weg? Ja, ich frage mich, nachdem ich es abgerissen habe. Aber weil ich will ja hier noch Diesel und den anderen Generator da hinstellen. Macht Sinn, ne? Dass wir dann da mehr machen. So, dann heißt es jetzt dann für mich, dann kommt hier Kabel und Kabel hin. So, wenn ich dann hier irgendwann reinkomme, kann ich dann da reingucken. Aber ich merke gerade, ich bin ja dann. Ja, es ist alles jetzt tiefer.
weil ich natürlich die Bodenplattform nicht drin habe, die ich hält. Picke wieder kaputt. Was hätte ich denn gesagt? Was macht man als Boden rein? Ich hätte mal so eine Idee. Wenn ich schon Stein brat, kann man auch verwenden. Nein, nicht dich. Das dauert jetzt länger. Dann haben wir schon mal das. Dann haben wir jetzt das. Okay, dann heißt es jetzt. Genau. Den muss ich ändern. Geistig verwirrter Mensch macht komische Sachen. Ja, falls ich es nochmal abreißen will, darum andere Blöcke. Für diejenigen, die sich gerade fragen, wieso macht denn jetzt andere Steine? Warum verwendet er keine anderen schönen Cobblestones? Ah, kommen wir dazu, ein paar Steine zu machen und ein paar Steine gleich umzuarbeiten und. Vielleicht brennen dann auch immer wieder eine Menge mehr Steine durch. Naja, oder mein Hirn brennt durch. Eins von beiden. Könnt ihr euch aussuchen. Erstes Deck. So, ich muss jetzt nur dran denken. Also, soweit ich weiß, sind diese Teile jetzt, glaube ich, dann 3x3. Habe ich mein Immersive-Buch aus Versehen einstecken? Natürlich nicht. Aber ich sage jetzt mal, die sind jetzt 3x3. Oder sind die 5x5? Das gucke ich nach. Das muss ich nachgucken. Immersive-Bruch, glaube ich, ist unten, oder? Wie gesagt, wir ziehen jetzt sozusagen von oben mehr nach da hinten. Wie gesagt, da wird jetzt das Storage hingebaut und dann daneben fange ich dann an, die ganzen anderen Sachen hinzumachen. Und dann wird auch da hinten nochmal ein Aufgang gebaut. So ähnlich wie der hier. Dass wir. Dass wir auch dann da hinten nach unten laufen können. So, Heavy Machinery. Ich brauche, was brauche ich? Die Refinery ist
Die Refinery ist auf jeden Fall schon mal 5 mal 3. Okay. Aber das ist Heavy Machinery und Simple Machines. Item Router, Fluid Router, Turntable, Fluid Transport. Mit denen müssen wir dann vielleicht auch mal rumspielen. Gartenglutsch, Charging Station, nee. Oil Processing. Das kommt auf jeden Fall auch noch dazu. Das ist vielleicht oben oder unten, das weiß ich noch nicht. Construction, Silo, Tank, Multiblock Constructions. Ja, da müssen wir noch ran. Concrete, Power Wires, Generator. Und da können was drin sein. Redstone Wires, Term Electric, Dieselgeneratoren. Der Dieselgenerator ist eigentlich das, was da oben eigentlich auch irgendwann stehen soll. Und der ist 3 mal 5. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Der wird in der Refinery hergestellt. Die ist 5 mal 3. Okay, also 3 ist der ausschlaggebende Punkt. So, Biodiesel. Wir schauen mal schnell nach. Diesel. Der Biodiesel wird gemacht mit Plant Oil und Ethanol. So, Plant Oil machen wir Industrial Squeezing. Okay, also Industrial Squeezer. Das ist eine Simple. Squeezer. Der ist 3 mal 3. Okay, aber wir bleiben bei den dreien. Also 5 mal 3, 5 mal 3, 3 mal 3. Okay, so und das, was brauchen wir noch fürs Biodiesel? Wir brauchen noch Ethanol. Okay, Ethanol könnte ich jetzt auch im Squeezer herstellen. Aber das heißt, wir machen das ja mit dem Mod. Das heißt, ja, zurück, schon gesehen, Fermenter und der ist auch 3 mal 3. Es macht natürlich am meisten Sinn, dass man sagt, okay, man baut die Sachen, die das Zeug herstellen, mit 3x3 außen hin, weil ich vermute mal, um Biodiesel herzustellen, ne, wir brauchen ja Plant Oil. Das heißt, ich brauche hier Seeds. Macht es eigentlich am meisten Sinn, das mit Industriehemp herzustellen, weil die, glaube ich, geben auch am meisten ab, 120 Millibuckets, ja. Da kommen auch, wenn man die sozusagen durch die Gartenglutsch laufen lässt, auch Seeds raus. Das heißt, wir könnten das sozusagen dann da abspalten, dass die Seeds dann auch gleich in die richtige Maschinerie kommt. Ich weiß noch nicht, ob es da Filtermöglichkeiten gibt, wenn wir alles rausfinden müssen. Ja, das ist ja der eine. Und Ethanol mache ich über ja Kartoffeln, Äpfel
Melonen oder Sugarcanes? Wo kommt 80, 80, 80, 80? Das ist egal. Dann hätte ich gesagt, dann lassen wir da Sugarcanes laufen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mindestens zwei Gartenglutsch. Mindestens. Ich bin sogar der Meinung, dass wir da vier machen. Dass man mit zwei sozusagen die Sugarcanes herstellen und mit zwei die Industrial Hemp. Eventuell dann noch eine Workbench oder so eine Autocrafting oder sowas bauen. Und das muss alles in dem Außenbereich sein. Kann mal das Buch mitnehmen. Das brauche ich nicht mehr nach vorne rennen. So. Ja, dann heißt es nämlich, wir haben dann ja die Möglichkeit. Alles da hinten herzustellen. Das heißt, wir haben also der innere Bereich. Jetzt muss ich mir schnell das nochmal. Ja, gut, dass ich das Buch gerade unten reingeschmissen habe. Ich hält. Oder hätte ich es mal oben reingeschmissen. Aber ihr wisst ja, ne? Ich laufe ja gern rauf und runter. Fängt bestimmt wieder das Pingeln an, oder? So. Also, das heißt, also wir brauchen die Refinery. Ich muss nämlich noch dran denken. Das Ding stelle ich ja jetzt zum Beispiel in die Richtung hier auf. Na, ich brauche ja auch einen Stromanschluss hinten dran. Also das Ding darf nicht 3x3 sein, sondern sollte dann 4x5 sein. Wenn ich noch nach hinten laufen will, eventuell sogar 5x5. Aber ich bin der Meinung, 4x5 ist auf jeden Fall in Ordnung. So, dann hätte ich das fertig. Dann heißt es, der Fermenter und der Squeezer sind 3x3. Das heißt, die werden dann 3x4. Und dann brauche ich dann natürlich noch die Heavy Machinery. Oder beziehungsweise, ups, Power-Wise Generator, da brauche ich einen Dieselgenerator. Und der ist 3x5, glaube ich. Muss ich schnell gucken. Da gibt es auch ein Gesamtbild. Hör mal auf, danke. Ah, schaut auf jeden Fall interessant aus, ja, aber den würde ich dann sogar 6 machen. Weißt, das da und das hier müssten die Stromanschlüsse sein zum Abtransportieren. Wird auf jeden Fall interessant. Jetzt ist halt auch die Frage, was macht am meisten Sinn? Macht es Sinn, nur einen zu bauen oder macht es Sinn, gleich mehrere zu bauen? Ja, ich weiß. Ja, ich will halt die Falle jetzt final bauen, ne? Das ist jetzt halt. Darum muss jetzt diese ganzen Gedanken mit reinschwören. Dass ich das nicht jetzt nochmal fünfmal mache. So, das heißt, wir nehmen jetzt dich, dann 1, 2. Perfekt. Und dann nehmen wir dich. Klatschen da. Uah. Lecken. Eine Wand hin. So. Ja, hoch muss es auf jeden Fall komplett genauso werden, wie es war. Habe sogar Half-Slips einstecken. Bin von mir begeistert. Mir reichen auch die Blöcke. Sehr schön. Um's mal. Was ich jetzt halt auch noch machen könnte,
Ja, aber das ist ja fast schon übertrieben. Greg übertreibt nicht. Nein. Wenn ich jetzt halt da oben. Lässt ihr das dann heißen, da oben könnten keine Endermen spawnen. Die spawnen alle unten. Wie das heißen. Wenn es gleich kaputt gehen. Darf ich wieder nach vorne rennen? Weil da habe ich noch welche. Ja, das tue ich mal. Nehmen wir gleich zwei mit. Ein bisschen, was hat er noch? Warum hat es der gerade aufgehört, welche zu machen? Hell? Noch gar nicht kaputt. Jetzt ist er kaputt. Aha. So, M. So, okay. Die zwei bleiben auf jeden Fall frei. Das heißt, ich muss jetzt da mir mal schnell Half-Slabs aussuchen. Wird auf jeden Fall lustig, wenn ich die Teile dann da oben setzen muss. Das Schlimme ist, das war jetzt nur eine Seite. Das Ding haben wir noch mal. Aber es kann sein, dass ich es erstmal so mache. Dass ich Chisel dass ich erstmal nur einen Bogen baue und den zweiten mache ich dann irgendwann offscreen, weil das wird ja nur sozusagen die Spiegelung von dem hier. Ja, aufpassen. Ah, ich habe noch einen. So, reichen mir die. Das sind 3, 6, 9. Nein, ich nehme noch mal sicherheitshalber ein Stack mit. Ich brauche es auch auf der anderen Seite. Alles gut. Der Kiste nehme ich mir auf jeden Fall auch noch ein Stack Kabels mit. Ich muss halt jetzt nur aufpassen. Nicht, dass ich auf einmal so gut bin, dass das auf einmal schon ins Spawnen anfängt und ja. Ich bin noch da, ungefähr. Bei dann werde ich einfach nur sterben, weil unten ist ja noch nichts fertig. Das sollte ich vielleicht dann auch als erstes machen. Unten soweit alles vorbereiten. So. Ah, gute Idee von mir, dass ich das mitgenommen habe. Das Problem wird jetzt nur sein, dass ich zu wenig von denen da habe.
Half Slabs, Half Slabs, Half Slabs. Nach oben, wenn ich mal rauskomme. So, aber jetzt seht ihr gerade, ne? Also wenn man mal so Gebäude bastelt, da verschwindet schon viel Zeit. Also ist gut weh. Ja, wobei nur ein halbes Herz ist in Ordnung. So, dann können wir das jetzt auch schon mal hinmachen. Oh oh, ich weiß, was ich vergessen habe. Aber ich habe gesagt, das sollte ich auf jeden Fall auch machen. Dann hätte ich gesagt, kommt hier auf jeden Fall eine Wand hin. Weil ich bin der Meinung, Falle bauen ja, aber ich muss das natürlich nicht aufblasen, jetzt wie nochmal was. Weil hier unten tummeln sie sich einfach nur. Aber ich bin gerade der Meinung, ich sollte vielleicht... sollte vielleicht noch mal hier ist es dann mittig, ne? Ich sollte, weil es könnte sonst sein, ja, okay, wobei die meisten kriegen keinen Schaden, ja, genau, die meisten kriegen schon Schaden. Ich möchte halt nicht, dass sie da oben sterben. Warum auch immer. Ich bin halt monsterfreundlich. So, das heißt, du kommst jetzt dahin und gibst es da komplett ab. Ich bin monsterfreundlich. Ich möchte, dass sie an den Spießen sterben. Bin ich nicht nett? Ja, ne? So, dann kann ich ja schon mal wieder diese Steinchen nehmen, weil die Boden brauche ich auch noch. Hätte ich jetzt beinahe wieder vergessen. Muss auf jeden Fall nochmal Steine durchbrennen, weil die reichen hin und vorne nicht. Vor allem für die zweite Seite. Und was ich jetzt halt dann auch noch überlegen muss, ist, ja okay, da kommt jetzt dann die Wand hin. Genau, die kommt auch hier hin. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4. Das heißt, das kommt sowieso auch weg. Weiter kommt der Stein hin. Das ist der hier. Und dann muss ja das Ding noch eingerahmt werden. Also ist es so. So, da kommst du dahin. Da kommst du dahin. Heute wieder ein miserables Minecraft-Wetter, merke ich. Es hört gar nicht mehr auf zu regnen. So, jetzt ist der auf jeden Fall eingefasst. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Dreier, beziehungsweise, nein, ich muss ja noch dran denken, hier ist noch eine Mauer. So, das heißt... Eine. So, dann haben wir schon mal das. So,
Machen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Ja, da ist es egal. Wie gesagt, machen wir so ein Dreier-Ding auf. Dann habe ich hier hinten einen Dreiergang. So. Weißt du, was ich jetzt mache? Holen, Kohle holen, laufen lassen. So, das habe ich jetzt mittlerweile drin. Eins, zwei, drei, vier. Nämlich das auch, dann können wir nämlich auch den Boden gleich richtig verlegen. So, das heißt, ich schüssel jetzt in den da um. Und das wird jetzt wieder der hier. So, aber dann gehen wir nämlich hier raus. Einzelner Weg raus. Ich mache da jetzt erstmal nur einen Einzelner Weg raus. Was wir dahin machen, weiß ich noch nicht. Eventuell den Stein doch. Doch den Stein, glaube ich, klingt besser. Gut, dann haben wir das auch. Das heißt, jetzt habe ich hier Platz. Dann kommt jetzt hier auf jeden Fall dann die... Mauer hin. Kann ich mir noch überlegen, ob ich da einen Durchgang noch hin mache. Gut. Dann Zweierweg. Geh dann da rein. Gut, gut. So, und ich habe gesagt, ich ja, bleib du mal da oben. Alles gut. Funktioniert schon. Jetzt, die Überlegung war ja gerade, aber nein, das passiert alles oben. Hier unten habe ich mir gesagt, ich will ja auch hier Maschinen hinbauen. Ich möchte nur nicht die ganze Zeit nach oben rennen müssen, wenn ich mal Loot brauche. Also machen wir das jetzt soweit fertig. So, das machen wir auch fertig. Das mache ich jetzt erstmal zu. Wie gesagt, ein Dark Glas habe ich noch nicht. Das kommt dann da mal irgendwann rein, dass ich da mal reingucken kann. Ohne dass ich Endermänner und sonstige angesprochen fühle, ne? Selbst zur Freilicht. Gut, dann heißt es jetzt, das haben wir. Habe ich noch einstecken.
Es dürften nämlich nicht sehen, aber ich kann wenigstens ein bisschen reingucken. Wollen wir ja auch noch haben. So. Dann machen wir mal Klettermaxe. Ja, du bist mein Versuchskaninchen. Entschuldigung. Ja, das wird da halt leider aufgemacht. Muss noch weiter nach unten. Natürlich doof, dass es jetzt nicht geht. Haha. Ja, ist ja gut. Wollte ich nicht. Entschuldigung. Komm, Ball runter. Soll's runterfallen, habe ich gesagt. Ich bin hier. Komm. Genau. Also bis jetzt wehrt er sich. Nicht schlecht. So, dann heißt es jetzt aber für mich hier. Jetzt wär's dich nicht mehr. Ja, wobei, ich könnte ja sogar das noch bis hierhin machen. Also, dass ich jetzt dann hier sozusagen hier zumache. Da sind die Spieße. Das heißt, da ist die Mauer. Oder hätte ich jetzt... Ne, ich glaube, ich hätte nochmal einen nach vorne gesagt. Ist egal. Das ist sowas von... Was man nicht sieht, sieht man nicht. Muss ich auch mal lernen. Ich habe gesagt, der Flügel wird jetzt erstmal hier geschlossen. Und dieses Mauerstück wird wieder rausgerissen. Da kommt jetzt das dahin. Heißt es jetzt nämlich, aber die noch, beziehungsweise nein, brauche ich noch, ja genau, ich brauche ein paar Sticks, kann ich mir wegen auf den Kopf hauen. Wobei, ich könnte sie jetzt eigentlich hier auch spawnen lassen, ne? Komm, die lassen wir hier auch spawnen. Die fahren halt nur ein bisschen anders, dass sie... So, dann heißt es jetzt. Nein. Und die fahren es dann nach hier hinten. Das wird nur lustig, der hier. Das hinzubauen. Gehen wir mal schnell nach oben. Ich habe nur noch 5 dabei. Toll. Hab nur gesagt, ich krieg sie weg. Nochmal einen kompletten Stack verbraten nur auf einer Seite. Und das Ding soll ja noch hinten ein bisschen breiter werden. Das wird ganz schön. Ich merk schon. Ich baue mal wieder Dragstyle. Kann keiner sagen, ich baue nicht groß.
dann kommst jetzt du hier hin. So. Und gehst dann aber hier auch zu. Okay. Dann hier hin. Das waren schon wieder Steine. Okay, also ich habe jetzt mittlerweile, ich glaube schon mehr Steine verbraten für die eine Hälfte als insgesamt für alles andere. Für die große. So. So, ich muss sowieso noch mal nach oben. Halt. Tschüss. Muss ja das Dach noch drauf klatschen. Ich vermute gleich, dass das die ersten Kreuze wieder auftauchen, weil die Lampe jetzt weg ist. Ich habe davon auf jeden Fall genügend dabei. Von den Half Slabs müsste ich auch noch genügend dabei haben. Müsste hoffentlich reichen. So, und dann machen wir das auch hier genauso, wie ich es gesagt habe. Ich schließe das Ding ab. Aber ich muss nur dran denken, ich muss hier noch mal runter. Ich muss noch mal ganz runter. Das wird witzig. So, okay. Also, das heißt jetzt. So, machen wir erstmal dahin, dass wir den da fertig machen. So. Nein. Und das bitte nicht. Und das bitte auch nicht. Uah. So. Und der darf da runterfliegen. Das ist in Ordnung. Aber die müssen in die Richtung gehen. Wie gesagt, ich hoffe, dass da wirklich was drauf spawnt. Wie gesagt, ich habe das noch nie probiert. War meine erste große Falle mit Dark Materials. Oder? Heißt doch so. Dark Utilities. Entschuldigung. Dann ist eine Serie. Ja. So. Klack, klack, klack. Mal noch das Dach drauf. Ja, was ich gesagt habe, schon sind Kreuze da. Okay. Ja, das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Und hinten muss ich auch erstmal provisorisch dann die Wand reinhauen. Wo mir eine reinhaut. Ne?
So, das heißt, wir haben es jetzt geschafft. Auf jeden Fall erstmal Kreuze wegmachen. Das wird dann irgendwann anders mal erweitert. Wenn wir dann den Generatoren und so weiter gebaut haben. So, das ist der da. Wobei. Nein, da muss unten noch was sein. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich zu nah dran bin, dass nichts spawnt. Wenn nämlich nichts spawnt, einfach weil nichts spawnt, das wäre natürlich Mist. Das heißt, wir machen jetzt erstmal hinten dicht. Nein, nein. Wir machen erstmal vorne soweit fertig. Da können wir es nämlich auch testen. Aber wenn es nämlich nicht geht, dann wird nämlich an der Seite was freigeräumt. Aber ich sehe halt da oben auf jeden Fall halt auch rote Xe. Und die sind ja auch definitiv drunter. Also muss da eigentlich was spawnen. Schon wieder leer. Das ist ja Wahnsinn. Und ich habe gedacht, ja, das ist viel zu übertrieben, was ich da gemacht habe. Ja, vor allem mit 8 Stück, das ist ein wenig übertrieben. Also, wie gesagt, wir haben die Erweiterung nach hinten noch nicht gemacht. Und wir haben die Erweiterung auf die andere Seite noch nicht gemacht. Und der Hälfte, die, und der halbe Stack ist, und der halbe Stack ist aufgebraucht. Yay! So, jetzt ist die Frage, warum mache ich das eigentlich so? Weil ich es kann. Total super, wenn es nichts ist. So, einen Deck habe ich noch. Das muss jetzt dann hinten reichen. Ich habe sogar 2 Sticks dabei, das ist super. Hab gesagt, ich habe das Zeug noch unten, aber mitnehmen tue ich es nicht. Nein, dann nehme ich. Dann doch. Ist ja auch nicht schlimm. So. Nicht, dass ich mich wieder wundere, warum dass ich eine geklatscht kriege. Ui. Schon mal was gespawnt. Toll. Jawohl. Auch alles zu. Ein Dach ist dicht. Auch zu. Und dann gucken wir mal. So, die Steine da raus. Das auch raus. Bin mal gespannt, ob da genügend
anläuft. Wie gesagt, es wird noch breiter. Definitiv. Kommt auf jeden Fall noch mindestens eine Reihe hin. So, dann machen wir auch schnell noch zu. So, haben wir jetzt gesagt, kommt ein Dreier rein. Also ich bin der Meinung, ne, also das ist schon mal, das ist ja nur als, wie gesagt, eine Seite hier. Da kommt jetzt einiges zusammen. Wie gesagt, wenn die zweite Seite auch noch läuft, dann ist das Ding noch ein wenig breiter. Das heißt, hinten wird immer was spawnen. Ne? Man sieht es ja jetzt schon. Gleich eine ganze Armada. Schaut gut aus auf der Minimap. Ja, wenn man mal hier so guckt, ne, so. Vielleicht tut er die Beutel jetzt auch immer gleich richtig rein. Das wäre natürlich auch super. Und schaut mal, wir haben jetzt auch Spinnen. Und schaut mal, wir haben auch Spinnen. Für Spinnen ist das natürlich jetzt nicht super. Das heißt, ich brauche 1, 2, 3, einen Block und drei Schwerter. Gut, dass wir nochmal geguckt haben. Dahin, dahin. Später. Da. Eins, zwei, drei. So baut man. Seelensteller nicht. Super, ich habe nur zwei rausgenommen. Geld. Das ist gleich lustig. Ja, dann machen wir es noch zusammen. Was lustig gleich wird. Inside 3, keine Ahnung. Doch gerade, habe ich den jetzt nicht gerade rausgenommen? Für die Einbildung? Nee, das war keine Einbildung. Hoffen wir wieder nicht, dass ich wieder fliege. Ich kann ja die Kiste aufmachen. Das kann ich ja nicht, wenn ich wisst ihr was? Das ist ganz einfach. Ich baue mal schnell eins. Weil die zwei Schwerter, die gefallen mir so gut, die will ich nicht verwenden. So, dann heißt es jetzt bitte, ich brauche noch meine Crafting Station. Kommst ins Eck. So. Diamantenschwert.
So, wir haben nochmal 4. Ah, du bist wohl ein wenig verrückt. Nein, wir wollen hier auch nichts wegsprengen. Genau, schub den einmal drauf. Nett. So, wieder zu. Jetzt müssten auch die Spinnen drauf gehen. Wie gesagt, das ganze Spinnenzeug, das ist jetzt alles neu. Ich hoffe, dass die drauf gehen. Wenn da unten welche sind, sonst müssen wir hier nochmal welche hinmachen. Wenigstens da und da. Dafür haben wir ja noch 2. Okay. Schaut auf jeden Fall bis jetzt gut aus. Und dadurch, dass ich jetzt den da dahin habe, haut er, wie es aussieht, jetzt auch wirklich alles da rein. Ist das sozusagen das Brio. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Beutel da drin. Was natürlich super wäre. So, wir haben Enderman, wir haben Zombie, Creeper. Ich vermute, jetzt wird dann Spider irgendwann auch noch dazukommen. Und ich muss mal schnell nochmal in die Truhe rein, weil das und das muss auch noch raus. Habe ich hier gesagt, schaut eigentlich ganz toll aus. Compweb. Habe ich hier noch irgendwo Platz? Ja, da oben. Nee, da kommt's rein. Das ist auch spinnig. Ja. Nicht stimmig, sondern spinnig. So. Ja. Dann hätte ich gesagt, dann bleibt das Sulfur auch weiterhin da drin. So, und der allerletzte Schritt für die Folge. Also ich werde es auf jeden Fall geteilt haben. Das habt ihr ja schon definitiv mitgekriegt. Passt. Ja, das heißt, wenn ich jetzt so sehe, müsste es jetzt so eine Stunde 5 sein pro Folge. Und wir haben auf jeden Fall mal den Bau gesehen, wie ich den halt mal gemacht habe. Wie gesagt, die erste Hälfte haben wir jetzt onscreen. Und wie gesagt, nicht wundern, irgendwann, wirklich irgendwann, momentan ist es nicht so wichtig. Kommt dann noch der zweite Teil dazu. Und genau, und dann ist halt alles soweit fertig. So, das da kann ich noch. Haha. Nee. Ah, ja. Ich bin auch wegen. Ich glaube, ich habe getrunken. Das falsche Zeug. So, da kommst du dahin und dahin. Ja, aber, ne, kommt gut Zeug rein. Und ich habe immer noch keinen Beutel. Vermute, wenn ich hier reingucke, habe ich welche. Falls ich es jemals finden sollte. Gott, habe ich da viele Schwerter drin. Yes, das Maria.
dass ich mal wieder die komischen Säcke nicht finde, ist wieder normal. Das war schon bis jetzt immer so. Da sind sie. Das sind teilweise mittlerweile schon so viel. Warten wir noch ganz kurz. Ja, gesehen. Also ist einer dazugekommen. Das ist super. Also wissen wir fürs nächste Mal immer sozusagen immer zuerst links, dann rechts. Oder ja, wie ich jetzt gerade rausschaue. Klar, links, dann rechts. Ist super. Weil dann brauche ich nämlich nur den Käse hier immer ausräumen. Und das andere Zeug räumt sich von selber auf. Genau. So. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, dann wie immer damit in die Kommentare. Und sonst, wenn euch die Folgen gefallen haben, lasst mir Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.